Dremio Lok, werte Zockergemeinde, und willkommen zum zweiten Teil zu Zero AD. In diesem Video geht es, wie schon gesagt, um das Spiel und wir starten sogleich los. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, denn jedes Mal, wenn ich die Aufnahme starte, dann sehe ich den Text ein bisschen verschwommen. Das heißt, die Auflösung ist ziemlich niedrig. Und, ja, pff. Was schon mal eine wichtige Vorausinformation ist, es gibt hier eigentlich keine Dorfbewohner. Die Weiber hier, die buffen die Männer und die Männer sind Krieger, die bauen können. Und das unterscheidet dieses Spiel tatsächlich schon mal stark von anderen dieser Art, weil halt einfach wirklich die Krieger auch die Handwerker sind. Da ich mich nicht um Ressourcen kümmern muss, da wir 50.000 haben, wird das erstmal ignoriert. Hier das Lagerhaus, das dient für Holz und Gesteine. Der Bauernhof ist für Lebensmittel. Und wir können schon im ersten Zeitalter bei den Gebäuden auch Entwicklungen starten. Achso, Hafen, Hafen, Hafen. Zwei Fischerbötchen. Ich baue du schon mal das erste Haus hier hin. Die Felder hier sind unbegrenzt, die muss man nicht nachbauen. Das ist ein kleiner Unterschied zu Age of Empires. Ey. So, dann haben wir hier noch den Pferch. Die sind fertig. Dann gehst du direkt hier hin. Also die Frauen, die können auch was, aber ihr seht schon, die Liste an möglichen Bauoptionen ist bei denen kleiner. Die haben keinerlei militärischen Gebäude, die sie selbst bauen können. Also es ist halt so, ihre Aufgabe ist wirklich nur Inspiration. Plus 10% Bau- und Sammelrate für Bürgersoldaten, Reichweite 10 Meter. Deswegen baut man eigentlich auch keine zusätzlichen wirklich von denen, nur so, dass in jeder Gruppe eine ist, die die Arbeiter pusht. Oh scheiße, die Gebäude sind größer als die von den Germanen. Ja, dann entwickeln wir den Käse direkt mit. 5. 1, 2, 3, 4, 5 und dann hier direkt in die Warteschlange. So, jo, jo, jo. Noch eine wichtige Information. Wir können eigentlich nur innerhalb unseres Einflussbereiches hier arbeiten. Das ist das hier. Bei denen da. Dieser Einflussbereich wird automatisch größer für jedes Zeitalter, das wir voranschreiten. Und wir können im Laufe des Spiels hier Verwaltungssitze bauen und die geben selbst einen eigenen weiteren dieser Bereiche. Also ich werde dann hier so ein Teil hinbauen, um hier zu füllen. Und dann muss ich hier hinten noch einen hinbauen, damit ich hier wirklich die ganze Ecke für mich habe. So, du gehst hier hin, ihr seid da, das ist gut. Das hier vergessen. Los, angeln. Beziehungsweise Netze auswerfen. So. Dann geht ihr schon mal dahin. Okay, die Häuser sind zwar größer, aber bietet noch mehr Platz. Interessant. So, so. Dann hier
Das da, die Schmiede hier. Ihr baut direkt das hier hin. Wo werde ich von Gaia angegriffen? Ach, hat sich hier schon wieder einer. Meine Fresse. Die lernen es echt nie. Und hier sehen wir schon einige Spezialeinheiten, die dieses Volk später hat. Jo, jetzt machen wir hier erstmal die ein Handelsschiff, das und das, zwei weitere Handelsschiffe, so. Ey. Böp. Die Kasern. Direkt alles erforschen. Das da erforschen. Hier so, 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 so. I, pfui, hier geblieben. Oh, das ist ein Handelsschiff, also geht es handeln. So, 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 so. Dann, was habt ihr noch? Das da. Boah, ist der Typ schon wieder. Alter, ich hasse es. Wie die sich hier immer mit diesen Krokos anlegen müssen. Und wir drauf gehen. Es ist lästig. Es ist scheiß lästig. Ja, pfui. Das da hier ist ein Gebäude von denen. Inbauen. So, los. Mach da ein paar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hau mal diese Krokos weg. Immer dieselbe Leier hier. Dann könnte ich eigentlich hier die auch schon mal produzieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, damit ist der Marktplatz hier gebaut. Alle erforschen. Stillstehen. So. Gut. Ach, da haben wir auch schon was. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr schön, das ist hier baut. Dann gehen wir direkt zum hinteren, bauen das hier noch hin. Ab ins nächste Zeitalter. Ach so, ja, ach egal. Ich habe ja genug Zeit. So, ihr vier. 1, 2, 3. Das sind Heiler innerhalb des Radius dieses Klosters. Heilt es automatisch auch. So, metzelt sie nieder. Diese Felder hier mal weg. Die Truppen haben hier so Zeichen auf dem Kopf. Das ist ihre Stufe. Die haben bis zu drei Stufen. Und die kriegen hier durch Töten und so weiter Erfahrung. Und die verändert sich sogar designmäßig ein bisschen. Also was geltete ihr denn? Na, das sind eigentlich noch zu wenige. So, ihr geht dann hier hin. Ihr könnt jetzt hier hin. So, so. Okay. 1, 2, 3. Ja, ich baue hier halt schon ein bisschen vor. So. Also, wir haben hier verschiedene Haltungen. Zuerst einmal Kasten. Hier ist es wirklich so, dass Bogenschützen und die Heiler innen drin reingehen und die Nahkämpfer gehen werden im äußeren Ring hingestellt. Dann haben wir hier eigentlich eine Schlange nach hinten. Dann haben wir hier die breite Haltung. Eine offene Kolonne. Geöffnete Schlachtordnung.
Flankenformation. Blockerformation haben nur Fernkämpfer. Keilformation haben nur Berittene. Dann gibt es noch eine Phalanx. Die können nur Hopliten bilden. Die ist sehr defensiv. Und dann haben wir doch das hier. Die Gefechtslinie. Und die zeige ich jetzt gerade mal mit den Pferden zusammen. Sieht doch cool aus, oder? Die Pferde sind außen. Innen drin sind die Infanteristen. Und wenn noch Fernkämpfer drin wären, dann wären die tatsächlich ganz in der Mitte. Und die Heiler. Das ist echt cool. So, ihr lasst euch mal heilen. Dann baut ihr hier mal die Mauer hin. So. Ihr baut die andere Mauer hier. So. Und ja, diesen Aufbau habe ich jetzt heute so oft gemacht. Den kenne ich ja nur auswendig. ganzen Krams wir erforschen wieder. Dip, 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 dip. Ey, wollte gerade sagen, wo ist das dritte hin? So, dann müsste doch hier unten ein paar Leute sein, die die übrigen Gebäude bauen können. Hier. Ja, die gelten nicht als Hopliten. So, dann hatten wir, was haben wir gebaut? Die, dann kommen die da noch hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Welche sind das? Das sind die Kavalleristen. Dann kommt hier noch die hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann die hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Hier, die hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die hier haben einfach viel zu viele Einheiten, die scheiß Athener. Man blickt es einfach überhaupt nicht mehr. Und auch viel zu viele Gebäude. Bisher mit den beiden, die ich schon erwähnt habe, die Bretonen und die Gallier, die haben die Bretonen nur diese beiden, nur zwei Gebäude, die Gallier haben drei Gebäude und die haben vier, fünf, sechs. Es ist krank. Manche davon haben nicht mal einen Nutzen, ey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Sag mal, 800, 1400. Was hat denn der hier an Angriffsstärke? 35 Stich, 45 Reichweite, 2 Pfeile. 35 Stich, 55 Reichweite, 3 Pfeile. Okay, das Schiff ist sogar auch stärker. Wofür gibt es denn das Schiff hier überhaupt? Das Schiff hier ist stärker. Es hat, kann doch Truppen produzieren, die auch hier im Hafen produziert werden können. Wofür braucht man die Kleinen überhaupt? Der Witz ist ja... Ach so. Aha, okay. Die sind vergleichbar mit denen. Okay, wofür gibt es die Kleineren dann überhaupt? Check ich echt nicht. Die sind ja völlig sinnlos. Oh ja, oh ja.
Wir können hier für Nahrungsproduktion hier auch so Viecher produzieren immer. Kostet 50 Nahrung, gibt 100 Nahrung. Also man kann damit haushalten. Oh, die hier sind fertig. Dann fangt mit den Türmchen an hier. Lustig ist in dem Game, man kann die Gebäude auch drehen. Das gilt übrigens für jedes Gebäude. Man kann die wirklich, wenn man will, allesamt drehen. So, dahin. Dahin. Redner Plänkler, die müssen hier sein, ja. Das heißt, hier haben wir alle. Das hier, ja. Gut, hiervon haben wir alle. Dann setzen wir die mal alle auf Stillstand, bitte. Danke. Ich glaube, das Theater ist es, das keinen Nutzen hat. Erhöht deinen Gebietseinfluss um 20% für jedes Theatron in deinem Besitz. Ach, ist es. Nee, warte. Ne, das wäre wunderbar. Trotzdem noch. Ah, okay. Es hat das Gebiet vergrößert. Das ist der Nutzen des Theaters. Aber ansonsten hat es keinen. So, dann haben wir das hier noch. Hier kommen die Helden raus. Ja, wir haben auch Helden. So. Alter, wie lange braucht ihr hier für die scheiß Mauer? Ach so. Die haben nicht gebaut, weil. Oh, Alter. Ach so, ihr beiden gehört hier gar nicht hin. Ihr gehört zu denen da. Oh Mann, 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 verwirrend. Die Türme kann man nicht zu nah aneinander stellen. Steht hier. Verteidigungsturm kann nicht auf eine. Hier. Ist zu nah an einem Verteidigungsturm, muss mindestens eine Entfernung von 60 Meter haben. Man muss aus der Verteidigungseinrichtung wirklich eine gewisse Distanz auseinanderbauen. Was manchmal etwas lästig ist, aber eigentlich eine ganz coole Sache. So, die haben wir. Die haben wir. Aha, das sind Hopliten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Das hier sind die drei möglichen Helden, die wir haben können: Themistokles, Perikles und Iphikrates. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir haben, glaube ich, alles jetzt. Ja. Dann helft ihr mal hier bei der Mauer. Und man kann immer nur einen der Helden haben. Und wir sehen jetzt hier schon, da unten, der Gelbe ist rüber. Und damit der Grüne und der Rote das nicht auch tun, habe ich das so gemacht, dass die auf ganz gleich sind. So. Meine Fresse, ihr nervt. Gut, hier kommt das Tor hin. Ja, das heißt eigentlich nur noch die Mauer zu bauen. Nochmal alles nachprüfen. Ja. Jetzt können wir die hier bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das Geile an denen hier ist, es sind wirklich Bogenschützen, die auch ziemlich stark sind und es sind gleichzeitig auch Arbeiter. Das sind die ultimativen Einheiten meiner Meinung nach. Denn wirklich,
Es sind relativ gute Kämpfer. Aber ich kann denen jetzt auch einfach... Hier, das sind Soldaten. Da, macht Feldarbeit, los. Das ist echt cool. Und bei den Truppen hier... Ich habe hier nur einen Hafen, kann nur die bauen. Aber ich kann gleichzeitig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mit diesen Schiffen diese Truppen auch bauen. Das ist echt cool. Und deswegen mag ich die Athener, ehrlich gesagt. Welchen nehmen wir denn? Irgendeiner müsste ein Hoplite sein. Bist du ein Hoplite? Klasse Infanterie-Nahkampf-Speer. Held, Soldat, Infanterie, Fernkämpfer, Wurfspeer. Nee, du bist keiner. Ich bin unsicher. Was steht denn bei denen? Steht das irgendwie dran mit dem Hoplite? Gardist, Soldat, Infanterie, Nahkampf, Speer. Nein! Penner. Bürger, Infanterie, Soldat, aber ich glaube, es liegt am Speer. Ach, I don't know, ich versuch's. So, hier kommt das Tor rein. Ach so, ja, das darf ich nicht vergessen. Die Türme haben auch noch Entwicklung. Und die Mauer schlussendlich auch. So, bei denen verschießt Pfeile, muss besetzt werden, um die Stadtmauer gegen Angreifer zu verteidigen. Lange Mauersegmente können in Tore umgewandelt werden. Okay, so. Da, wo eine Mauer ist, braucht man ergo keine Türme zu bauen. Weil hier haben wir schon die Mauer, die das kann. Genau deswegen mache ich dann hierzu dann auch überall noch Videos, damit ich eben solche Informationen über diese Rassen, die Völker und Zivilisationen so aufzeigen kann. Yep. So, die sind auch schon fertig. Die noch nicht. Die hier sind allerdings fertig. Dann baut die mir hier noch das dahin. So, was haben wir denn hier? Irgendwo? Oh! Eine, zwei, drei. Wo ist die vierte Gruppe? Ach, hier ist unser Held. Irgendwo müsste doch noch eine vierte Gruppe sein. Das ist eine. Ach so. Nee. Kann mir einer erklären, wo ich die vierte Gruppe hingetan habe? Team. 9, 10, 11, 12, 13. Sind aber irgendwie auch ein paar zu viele. Sollten 12 sein. Ah, hier. Baut mir noch ein paar Häuser hin, Leute. We need more space for people. So. Hier haben wir noch Belagerungswaffen. Oh, jetzt müssen wir die hier spalten, ne? Psst.
Einer, zwei, drei, vier. Ihr hierhin. So, dann geht ihr jetzt hier noch das Weltwunder bauen. Okay. Hier, es gehen 5 Leute auf ein Feld. Ihr sollt nah beieinander arbeiten, ihr Säcke. So. 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 So, dann kannst du jetzt wieder weg da. Gut. Ihr seht schon, es sind da viel zu viele Gebäude. Ich habe keinen Platz dafür. hier sehen wir übrigens auch noch, wenn wir hier oben auf den Kreisel drücken, was wir in welchem Zeitalter so bauen können. Und was das macht, was für Forschungen es hat, was für Truppen und so weiter und so fort. Das können wir hier alles nachgucken. Und wie wir hier gerade sehen, das können wir sogar für alle Völker nachgucken. Zivilisationsboni gibt es auch noch. Dass man alles nachgucken kann. Die Geschichte, die Helden und. Ist schon cool. Darauf gehen wir allerdings dann später näher ein. Das Ding dauert 3 Minuten, bis es gebaut ist. Ist auch cool. Sowas, solche Informationen haben wir im Age of Empires auch nicht. Wo man wirklich sieht, wie lange dauert der Kack noch. da die Mauer fertig ist. Hier. Dann... Los, Leute. Bemannt den Krams. Gut, man kann jetzt natürlich hier trotzdem noch zusätzlich Türme bauen. Mach das mal. Einfach mal machen. Das Tor kann man schließen. Hier mache ich einfach mal, weil der Gelbe, der könnte mit über das Wasser kommen hier. Der baut nämlich hier schon der nächste Verwaltungssitz und da könnte er dann hier durchkommen. Und deswegen kriegt er hier ein paar Türmchen hin vor die Nase gesetzt, damit er das nicht kann. Moment mal. Soll das hier richtig hin? Ach Leute, einer allein da braucht zu lange. Los, hin mit euch. Was an dem Spiel halt einfach ist, so Gebäude, die werden im Grundlegend nicht zerstört, sie werden erobert. Genauso wie ich das jetzt hier mache mit dem Ding. Ich hoffe, dass man da irgendwie das noch ändern kann, irgendwas anders machen kann, keine Ahnung. Was macht Obelisk? Kosten, Gesundheit, Rüstung, Beute? Ich check's nicht. Ihr seid Arbeiter? Keine Ahnung, wofür diese Obelisken sind.
einfach mal einnehmen, ne? Zumindest Schaden sollte es ja nicht, ne? Ah, hey, genau, jetzt könnte ich ja das mal zeigen. Jetzt habe ich ja Bogenschützen. Nehmen wir die, die, die und die. So. Zap. Das ist doch eine geile Stellung hier. Pferde außen, die Nahkämpfer in der zweiten Reihe, die Bogenschützen in der dritten Reihe und ganz in der Mitte die Heiler. Dasselbe ist auch, wenn wir den Kreis machen. Die Pferde ganz außen mit den Nahkämpfern zusammen, weil die Pferde Nahkämpfer sind. Innen drin die Bogenschützen und ganz innen drin die Heiler. Haben wir hier die geschlossene Schlachtformation. Irgendwie ganz vorne die Bogenschützen, dann kommen die Pferde, dann kommen die Nahkämpfer und dann die Heiler. Keine Ahnung, warum die Bogenschützen vorne sind, aber hey, okay. Das haben wir hier nämlich genauso. Und ich habe keinen Schimmer, warum. Eigentlich müssen es doch die Bogenschützen in der Mitte oder ganz hinten sein. Obwohl, in einem Krieg sind die Bogenschützen meistens auch ganz vorne. Und dann kommen die Nahkämpfer eigentlich, die, wenn der Feind nahe kommt, dann an den Bogenschützen vorbeilaufen und nach vorne gehen. Und die Pferde sind meistens eigentlich so seitlich hinten, die dann von der Flanke kommen. Also eigentlich ist es gar nicht mal so falsch, wenn ich so drüber nachdenke. Allerdings, dass die Pferde in der Mitte sind, das ist irgendwie falsch. Die gehören entweder nach ganz vorne oder nach ganz hinten. Okay, ja, genug gespielt. Weiter geht's. Das Problem ist halt hier, wir sehen es gerade, das Spiel, die Figuren haben eine Kollision. So. 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 Alle befreit! Jupp. Mist! Ah, das Weltwunder ist auch gebaut. Dann geht ihr mal Holz hacken. Die Feldarbeiter müssen schon am Feld sein. Das ist gut. 1, 2, 3. Da fehlt mir aber schon wieder eine Gruppe. Meine Güte. Hier haben wir eine. Oh, verdammt. Die Zeit ist schon abgelaufen. Dann sollte ich jetzt mal speichern. Athen. Zweite Gruppe, dritte Gruppe. Alter, ich hatte doch vier. Wo ist es die vierte schon wieder? Das sind die, die ich nachträglich gebaut habe. Die hierfür gedacht sind. Da sind sie.
So, und ihr macht Gold. Hier wird schon ordentlich geschlachtet. Alter, die Türme sind so aggressiv. So. Wie viele Pfeile hat er? Hallo? Etwa 0 Pfeiler, 2 Sekunden. Projektilbegrenzung, 2 Standard, 0 pro Einheit 1. Also 0 ist Standard pro Einheit 1. Das heißt, das Ding schießt jetzt 2 Pfeile pro. Also ein Turm lohnt sich mehr, weil, ja, er lohnt sich mehr. Oh, jetzt kriegen wir hier direkt einen Angriff. Bei den Türmen ist es halt einfach, die haben von Grund auf einen Pfeil. 6 ist das Maximum von denen. Was mir so ein bisschen fehlt, ist die Möglichkeit zu drehen hier. Sebastian, geh mal hier rein. Die Mauer sollte eine Weile halten. Jetzt könnte ich. Wo sind die Berittenen? Sind es die? Nö, wisst ihr was? Ich nehme die. Hehe. Bogenschützen an die Mauer! Aua! Lieber außerhalb der Reichweite ihrer Steinwerfer bleiben. Wo sind meine Mönchis? Also meine Heiler. Los, hinter. So, und da ist der erste gerade auch. Hochgestuft, der zweite. Und ihr seht schon, wie die sich verändern. Die tatsächlichen Krieger, die haben sowas nicht. Nur die Arbeiterkrieger. Der ist auch gerade. Und die Heiler, die kriegen fürs Heilen. Und das ist halt einfach wirklich das Geile an den Truppen hier. Die werden richtig stark, wenn sie auf Stufe 3 sind und sie können gleichzeitig immer noch arbeiten. Ich kann jetzt hier einfach Falafel, ich kann hier einfach irgendwas hinbauen. Ja, da, pö, mach mal. Einfach weil es könnt. Das ist das Geile an dem Game. Da. Oder eben auch reparieren. Was können die alles machen? Weil sie Arbeiter sind. Wieder nach hinten.
Die tun mir fast schon leid. Ja gut. Ich denke, damit haben wir mal alles gesehen. Ich speichere an der Stelle nochmal. Dann haben wir hier, wie gesagt, alles. Ach so, hier kann ich noch kurz gucken. Ist er jetzt? Ah, er ist eine Hoplite. Der hier ist verbündet mit dem, dem tut er nichts und den hier hat er schon fast platt gemacht. Obwohl, eigentlich sind es wahrscheinlich nur die Türme, die hier alles platt machen, so, wenn ich mir jetzt die Reichweite angucke. Tch. Keine Chance. Ja, also. Ich denke, das war es dann soweit mit dem Gameplay. Wir haben soweit alles gesehen, würde ich sagen. Ah. Da hat er gedrückt, der Penner. Wenn er sein Ding hier näher ist als meins, dann drückt er ein bisschen. Vorhin ging das ja irgendwie bis hier. Hier der Bogen hier. Eigentlich sollte es hier durchgehen. Das hat er gedrückt. So kann man tatsächlich auch den Feind einschränken, indem man einfach immer näher an seinem Gebiet so ein scheiß Verwaltungszentrum baut. Ja, also. Damit verabschiede ich mich von diesem Video. Ich werde dann, je nachdem, wie es im Internet aussieht, die Tage, wenn sich im Internet nichts tut, noch die verschiedenen Zivilisationen aufnehmen, wo ich dann wirklich durch die Truppen gehe, durch ihre speziellen Fähigkeiten, denn das hier mit den Türmen direkt in der Mauer, das ist, glaube ich, Athena only. Eventuell könnte Sparta das auch haben, weil sie ja aus der gleichen Zeit sind und eigentlich zusammengehören. Aber die anderen sollten das eigentlich nicht haben. Und auch die Hopliten, also die Phalanx, die können eigentlich nur die griechischen Völker machen, weil alle anderen haben keine Hopliten, vielleicht die Römer noch. Aber die Germanen, die haben das alles natürlich nicht. Und auf solche Dinge werde ich da dann noch eingehen. Wir werden schauen, was die Truppen so können, dann auch im Angriff, nicht nur in der Verteidigung, wie jetzt gerade. Was seid ihr denn? Keine Obliten. Und ja, da könnt ihr euch dann selbst ein Bild über die Völker machen. Und wenn ihr euch das Spiel holen wollt, habt ihr schon mal so eine kleine Übersicht darüber, welches Volk euch gefallen könnte mit den Truppen, mit dem Aufbau. Und welche Truppen selbst. Gut, also, ich verabschiede mich. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Bis denn. Und mögen die mittelalterlichen Zivilisationen mit euch sein. Stirbt, ihr Pässer hier!